Elise! Aveline, ist Macondal noch am Leben? Er hält heute Nacht eine Zeremonie ab. Ehrwürdiger, ich bringe Vorräte von Roussillon. Dank. Dieser Macondal übt bösen Einfluss auf das Volk von Saint-Danger aus. Wenn du ihn aufhältst, werde ich helfen. Ja, sein Schatten reicht weit über die Ufer des Pontchartrainsees. Er ist im Besitz eines Giftes, von dem du dich nicht erholst. Niemals. Ich gebe dir ein Gegengift, doch es eliminiert das Gift nicht. Es mindert nur seine Wirkung. Die Zeit ist knapp. Du musst es sofort nehmen. Gibt Schlimmeres, glaube ich. Vielen Dank. Heute Nacht geht es los. Ich kleide mich als Sklavin. Dann bin ich für Macondals Anhänger unsichtbar. Ich bin bereit, wenn du es bist. Johannes wird sich noch umschauen. Wie lange arbeitest du schon mit Roussillon? Jahre. Ist er dein... Naja. Oh Gott, nein. Nein, nein, versteh das nicht falsch. Ich würde ein Auge für ihn geben. Aber der in meinem Bett nie. Und wäre der letzte Mann in Nouvelle-France. Woher kennst du ihn? Roussillon rettete einst mein Leben vor langer Zeit. Ich dachte, ich schulde ihm was. Also half ich ihm, sein Geschäft aufzubauen. Der alte Teufel zeigte mir ein paar Tricks und lernte mich an, wenn du verstehst. Natürlich mache ich die ganze Arbeit. Nun, hier ist es. Das Reich der Toten. Heimlich was. Wenn du dein Wort hältst. Keine Sorge, Signor. Mein Lehrer war... Ich weiß nur zu gut, wer dein Lehrer war, Baptiste. Vergiss nur nicht, wem deine Loyalität gehört. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das rate ich dir auch. Meine treue Gefolgsleute, steht bereit. Es ist nun Zeit für unser Ritual. Ach. Oh.
Ich gehe hinten herum und sorge für Ablenkung. Warte darauf, bevor du loslegst. Oui, oui, mon Capitaine. Eine schöne Waffe. Eine der besten, die ich je machte. Ich weiß noch, wie dieser Agathe es starb. Aber er hat nicht den Mumm, sich mir zu stellen. Doch ich habe seine Gehilfin. Jetzt muss er aus seinem Versteck. Woher kennst du Agathe? Also ist er hier, wie ich vermutete. Agathe war einst mein Schüler. Wäre der nicht diese Diebin gewesen. Wer bist du wirklich? Der wahre Macondal starb auf dem Scheiterhaufen. Ach so, du kennst die Geschichte. Nun gut. François Macondal war mein Mentor und Assassine. Er versagte. Sie verrät uns und er starb. Ich werde diese Fehler nicht machen und sein Schicksal erfüllen. Das Gift versagt? Schnell, Prinzessin. Mein türkischer Bruder hat sie gut ausgebildet. Aber sie wird unsere Pläne nicht stören. Thank you.
Dann kümmere ich mich selbst um dich. Die Zeremonie geht weiter. Du kannst sie nicht stoppen. Wenn ich mit dir fertig bin, werde ich deinen Mentor töten. Ich ergatte ein allerletztes Mal dein Medaillon. Ich kenne es gut. Das erste Mal, als Agathe mich verriet, war es für diese Frau, die Diebin. Sie trug genau so eines. Wer war sie? Sag mir ihren Namen! Sag mir ihren Namen! Hier ist etwas, das du nicht wissen solltest. Ein fehlendes Puzzleteil. Adel von New Orleans wird am Gift verändert und die Sklaven werden gerecht. Das Werk meines Mentors ist vollbracht. Und die Kontrolle über den Fluss fällt an die, die ihn zu nutzen wissen. Dann werde ich in den Templerorden eingeführt? Wie vereinbart. Wenn du dein Wort hältst. Keine Angst, Senior. Mein Lehrer war... Ich weiß nur zu gut, wer dein Lehrer war, Baptist. Vergiss nur nicht, wem deine Loyalität gehört. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das rate ich dir auch. Meine treuen Gefolgsleute, steht bereit. Es ist nun Zeit für unser Ritual.
Aveline, ich hoffte, du kommst zurück. Was ist los mit diesen armen Seelen? Sie sind krank geworden. Sie halten es für einen Fluch. Doch nur eine Medizin aus einem sehr seltenen Pilz kann sie noch retten. Wie kann ich helfen? Dieser Pilz ist sehr schwer zu finden. Wie das Rätsel sagt, feucht oder gefährlich, tief oder hoch, wo niemand sich hinwagt, findest du ihn. In letzter Zeit fehlen mir Beweglichkeit und Mut. Ich verstehe. Ich werde ihn finden. Ich kenne einen Ort, an dem er wächst. Spute dich. Es mag mehr als einen Schnitt erfordern, um genug zu ernten. Aveline, gerade rechtzeitig. Bitte, hilf mir, ihnen die Medizin zu geben. Ich fürchte, wir benötigen etwas Kraft. Durch das Fieber sind sie nicht mehr bei Sinnen. Seid ihr sicher, dass es funktioniert? Normalerweise tue ich Zivilisten nichts. Ich bin sicher. Und sieh nur, unter dem Einfluss des Fiebers verlieren sie den Verstand. Es dir danken, aber später, eines Tages. Bitte, es gibt viele andere, die deine Hilfe brauchen. Wenn du noch mehr Pilze findest, werden sich viele bedürftige Patienten sehr freuen.